Hallo zusammen, hier ist der euer Anulu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind wieder im Singleplayer unterwegs. Ja, es ist gerade Sonnenuntergang. Wir sind hier, dahinter ist Dings gewesen. Das ist die Militärbase, wo wir sie gesehen letztes Mal. He? Ja, bis die da sind. Wo die Segeli angeschaut, hä? Wow, da kommt jemand. Oh, es sind gerade ein bisschen viele Scheiben, mal. Jetzt sind wir so auf der Map aus. Ja, ja, wir sind gut. Wir sind gut. So, was machen wir heute? Wir sind immer noch ein bisschen im geeigneten Platz suchen, für uns nachher etwas Schönes zu bauen, hä? Ja, ja, sollen die da haben wir. Umsäckeln die jetzt einfach. Die sind ja viel zu langsam. So, da wären wir wieder mal Unterschlupf. Nein, Hung. Nein, Hung. Also komm. Ja, sicher blüht jetzt da. So, und jemand. Manchmal ist es kaum zu Boden, die Keiben. Da sind noch ein paar, hä? Die müssen wir auch nehmen, sonst kann ich nicht immer ruhig im Zeug rumlaufen. So. Haben wir es jetzt ab? Hey, Landtonner. Eine Schaufelle. Wie kommt das eigentlich? Da ja gerne Löcher buddeln, muss ich fast die Schaufel mitnehmen. Sind wir da eigentlich nicht schon gewesen, irgendwie? Scheint nicht, hä? Zuerst nehmen wir nur das Auto davor. Schlaus. Schauen wir doch mal, wo wir da gelandet sind, hä? Ha! Schlafsack, hä? Das sieht fast aus wie dort, wo wir schon mal gebuddelt haben, hä? Schade. Aber schade, musst du das Ding kaputt machen, dass du überhaupt reinkommst. So, haben wir da auch etwas? Bis jetzt sieht es noch leer aus. Aha. Das ist eine gute Frage, was machen wir jetzt heute? Wir Rotti essen bis zum Geld nicht mehr. So. Und so haben wir wieder Platz. Weg.
Nicht überlegt, pardon. So. Nein, die wir das gerade craften, den wir nämlich den Platz haben. So. Voilà. Bücher muss man schon dort schauen, ob wir die schon haben. Ha. Schön, schön. Aber irgendwie ist mir da ein bisschen zu dunkel. So, ich muss Licht haben. Spendet schon wieder ab, so. Ah, jetzt sehen wir da noch etwas, hä? Was? Das ist gut. Touched. Das ist ein krasser Loot-Unterschied zwischen hier und dem Multiplayer. Hä? Die auch raus. Nee, nee, da haben wir noch etwas. Wenn es etwas Schlaues wäre. Ich höre sie schon wieder, wie sie draussen rum. Ja, die wissen genau, wie sie da hinten. Ah, ich kann sie gar nicht haben. Ich komme ja Vögel, hm? Gewusst, da ist noch einer. Schnack, ich habe auch noch. Und der kommt nicht. So. Ziehe ich auch noch einen. Ah, okay. Nicht auch okay, ja. Es könnte leichter schmerzhaft sein. Ja, Pistole. Habe ich schon eine. Ein Off-Chili, ja, das haben wir genug. Gaskanister haben wir auch genug. Hä? Was ist denn da? Licht haben wir natürlich in der Mitte, müssen wir nicht gegen neue machen. Für den ist ja die ganze Map ausgeleuchtet. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen auf die Straße nehmen, einfach. Schauen, was wir noch werden finden.
Aber jetzt bin ich langsam durch wie genug im Zeug rumgelaufen. Jetzt muss ich da wieder mal irgendwo etwas bauen. Jetzt haben wir nämlich schon ein bisschen viel schönes Werkzeug. Hat er da die Dinger immer noch mitgenommen, Sandbags. Wie geht's jetzt eigentlich? Ja, ja, wirklich. Hey, 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 ich kann mir vergessen, Reload zu drücken. da lassen wir dort. Der hat eh nichts. Wo geht der Weg hier durch? Der rennt sich weg. Ah, es fliegt ins Auto. Oi, oi, oi. Sie können so nachher müssen kreischen. Was sind die da noch? Aha. Ich denke, das sind echte die. Oh, nichts Schlaues. Das ist letzte Zeit so nicht mehr schlau, sind die Autos. Machen wir. Eine geht da hoch. Die andere geht da rauf. Gehen wir rauf, oder? Schon, hey. Platz ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Schön, schön, schön. Tut's auch schon wieder. Federn. Dann kannst du das decken. Ja, also das ist ja wirklich immer noch eigene Map, eigene Story. Mit dem Randallman bin ich wirklich am anderen Ort. Ich kann nur, dass ihr das wisst. Ah, da rechts habe ich auch gesehen. Den muss ich gehen nehmen, weil der kommt mich dann wieder plagen. Da wieder irgendetwas in der Nähe, das da geht wieder. Was ist echt das wieder? Ich glaube, ich muss zuerst noch den Tinger holen. Cornmeal. Haben wir genug? Ja, da müssen wir hier Essen finden. Wo im Multiplayer nicht. Da ist sicher etwas dahin. Ach so.
Da hing ja sicher etwas. Yeah. Da gebe ich so eine Armbrust. Jetzt meine ich, haben wir denn noch Kaffee oder haben wir alles vorgeschossen letztes Mal? He? Es hat nicht so viel Säckle. Da kommt die Straße wirklich nie hinher. Schade. Ah, das ist sogar fertig mit Schnee dort. No. Schade. Ich kann nach dem Fall gleich auch gleich den Retour. Na schade, doch gekauft, dass ich dann noch irgendeine riesen Hütte am Ende vom, von diesem Weg. Oben dort war nichts. Immer ein bisschen essen, trinken. Wo ist das totes Gebiet hier? Ist das normal? Das ist nicht gut, das sieht nicht gesungen aus, hä? Ja, das ist genau so. Dann wird die Straße da oben auch nie herführen. Definitiv, das kann ich mir ersparen. Es ist ja noch so viel Platz, es steht da alles nichts einfach. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Einfach so viel leeren, sinnlosen Platz. Gut, die Map wird ja sicher noch grösser, aber gleich. Oh hey, Landtonner. Seht ihr, dass ich viel auch noch im... Na gut, denen macht es natürlich nichts, die tote Zone, gell? Hallo? Oh, Schwenka! Das sind so viele Zombies. Schade. Ist das wirklich so, hä? Ja, da bin ich auch schon gewesen. Chicken. Ja, nur dann gehen wir halt wieder, hä? Also etwas könnte ich jetzt mal mitnehmen. Ah nein, das sind nur Blueberries. So, dann gehen wir halt wieder. Fertig mit Schnee. Drin ist jetzt dort, dem schönen Schneeort, wo wir gefunden haben, einen Bunker bauen. So ein Riesenmöbel. Wo wäre das gewesen? Nein, wir gehen jetzt weiter. Da hier sind die Zombies zu hart. Da brauchen sie 4 Schläge, im anderen noch brauchen sie einen weniger. Oh, wir gescheitern nicht im Schnee.
hier vorne auf dieser Höhe nicht einhunkeln. Der Speedhack gehabt, habt ihr das gesehen? Der war jetzt ein bisschen schnell gewesen. So. Ja, wo jetzt muss ich den, ich suche mir so ein schönes Plätzchen und fahre bauen. Und ich weiss, wir haben zwar viel noch nicht gesehen hier, aber die Map scheint doch gross zu sein und die ganze Zeit einfach nur rumlaufen, planlos ist irgendwie. Auch nicht so, ja. Yeah. Gehen wir mal da vorne schauen. Neues Fleckchen. Da sind wir da schon gewesen. Nein. Na, hoi zusammen. Und gezweit. Und er. Er hat zwei Hunger erlebt, ohne zu blüten. Ich glaube, das ist das erste Mal. Ähnlich Schlafsack, ja. Das sind noch mehr. Ich wusste noch so Schnack in sich. Die kommen mehr zu, wir haben ja auch entdeckt. Ist jetzt gut, Haters. Ah, hinten ist auch noch einer, den ich gesehen habe. Das ist wirklich der Ding, der bis hierher einen Lärm macht. Wow. X. Und wieder zurück auf die Straße. Hoi hoi. Hoi hoi. Die im Boden sehe ich einfach oben viel zu spät. So. Da finden wir immer Wasser. Ich glaube noch nie ein Problem gehabt mit Wasser zu finden. So, was ist das für Hose? Leder? Lederpants. Muss ich fast nehmen, he? Was habe ich für Hose?
Ah, doch gut aus. Und dann? Und dann. Ich glaube nicht auch. Da ist Blut, du bist sympathischer. Ja, Väterin haben wir jetzt genug hier. Aber das Ding ist noch etwas. Ich brauche irgendetwas etwas Praktisches zum... Ich kann etwas Zaun drumherum machen und unterbuddeln und. Ja, jetzt tut der andere Leute den Stein umkehren und Steine sammeln. Entschuldigung. So. Aber gerade dass wir Spawnen können zuschauen. Das ist manchmal schon... amüsant. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Da ist der zweite her. Der zweite ist gut. Ich komme jetzt da rein. Ravioli aus Soße. Iron Pipe. Das blöde Teil brauche ich nie. Bitte nicht Wüste sagen. Ah, das ist auch gleich in der Nähe. So, dann würde ich doch sagen, in der nächsten Folge gehen wir die Keimortung holen, he? Einfach mal darauf zusteuern. Ich würde sagen, merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder da. Tschüss zusammen, euer Anulu.